lohnt sich. Und ich glaube, wir stehen auch gerade jetzt an einer Zeit, wo die Gedenkstätten noch wichtiger werden als bisher. Es stirbt das sogenannte kommunikative Gedächtnis aus. Die Zeitzeugen sterben uns, so traurig das ist, weg. Wir haben gerade vorher noch im Café ausgesprochen, es gibt praktisch niemand mehr im Wiener Bereich, der jetzt noch in eine Schule gehen kann oder als Zeitzeuge auftreten kann. Damit geht aber auch ein Verlust an Anschaulichkeit, an Emotionalität, an Vielfalt, wenn wir bedenken, wie viele verschiedene Nationen, wie viele verschiedene Kulturen und Religionen im Konzentrationslager Mauthausen zumindest Zwangsarbeit leisten mussten oder ums Leben gekommen sind, einher. Möglicherweise würde das gerade jenen Postulierern, die so einen Schlussstrich ziehen wollen, um die scheinbar ewige Frage, wer ist daran schuld, wer sind die Täter, Tür und Tor öffnen, und dem gibt es natürlich Einhalt zu gebieten. Ich werde noch darauf zurückkommen, was es alles gibt. Nichtsdestotrotz kann der Besuch einer Gedenkstätte trotzdem eine gewisse Authentizität vermitteln. Natürlich sehen Sie dort eine Ausstellung, eine Gestaltung, ein Bild, wie die Gedenkstätte aus unserer Sicht oder aus der Sicht, wie sie eben entstanden ist, in unserem Fall ist die Ausstellung, die es jetzt noch zu sehen gibt, nicht mehr lange zu sehen gibt, in den 70ern entstanden, und Sie sehen dort in dieser Ausstellung das, was die Gestalter der Ausstellung in den 70ern zeigen wollten. Auch das, was die Bundesrepublik Österreich zu diesem Zeitpunkt, und das war damals hauptsächlich eine Rolle Österreichs als erstes Opfer des nationalsozialistischen Deutschlands, das wird dort vermittelt. Ganz gut erhalten, werden aber zweifelsohne nicht mehr einwandfrei authentisch sein, können auch nicht authentisch sein, sie könnten eine spezifische Periode des Lagers immer zeigen. Und trotzdem entsteht für die Schüler dort die Möglichkeit, Emotionalität zu entwickeln, Empathie mit den möglichen, nicht mit den möglichen, mit den Opfern damals zu entwickeln. Es gibt durchaus die Gelegenheit, dieses Gefühl der Unwirklichkeit, also wer kann schon mit Zahlen wie 100.000 Tote und in Mauthausen oder mit 6 Millionen Opfern im Holocaust umgehen? Ganz bestimmt nicht. Ich gehe davon aus, für die meisten Schüler ist das eine unvorstellbar. Sie können es noch so gut verdeutlichen, im Vergleich setzen zu anderen Zahlen, Bevölkerungszahlen. Das ist mit Sicherheit etwas Unfassbares. Und wenn es in so einem Ort ein Stück weit gelingt, dieses Unwirkliche ein bisschen greifbarer zu machen, ein bisschen realistischer, diese Hemmschwelle, sich damit zu beschäftigen, ein bisschen abzubauen, dann gelingt ihnen sehr viel. Möglicherweise gelingt es Ihnen, wie ich schon vorher gesagt habe, Empathie mit den Opfern zu erzeugen. Wovon wir sehr weit weggehen, was, glaube ich, allgemeiner Thema mittlerweile ist, ist eine Abkehr von dieser Moralisierung, wie es, also vor allem ich auch noch als Schüler erlebt habe, die so am Ende der 80er, Anfang der 90er eingetreten ist, wo so die Generation der Kinder von Opfern und von Tätern begonnen hat zu moralisieren und zu sagen, ihr dürft nicht und ihr müsst nicht. Worauf viele Schüler eindeutig mit Abkehr, das lässt sich empirisch ganz gut belegen, mit Abkehr und auch mit Abscheu vor dem Thema, wir wollen damit gar nichts mehr zu tun haben, reagiert haben. Wenn es ihnen gelingt, diese Empathie zu erzeugen, diese Empathie entstehen zu lassen und sie nicht behindern, dann werden die Schüler möglicherweise selbstständig und freiwillig sich tiefer mit dem Thema auseinandersetzen. Und das wäre der große Gewinn. Interesse aus, aber so ist es doch oft, und vielleicht können Sie auch als Multiplikatoren wirken, ist, dass die Schüler in den Bus verfrachtet werden, ohne besonders oder auch irgendwie vorbereitet zu werden, in Mauthausen abgegeben werden beim bisher noch Zivildiener, und nach 1,5 bis 2 Stunden kassiert man sie wieder ein und setzt sie in den Bus. Ich glaube, das ist ein grundlegender oder der grundlegende Fehler, der beim Besuch der Gedenkstätte passiert. Schüler kommen ohne eine gewisse Erwartung oder mit falschen Erwartungen zur Gedenkstätte und sind dementsprechend enttäuscht. Das äußert sich dann, wie der Martin Wies nachher im Anschluss noch erzählen wird, ganz unterschiedlich, aber es äußert sich. Für mich wäre wesentlich in der Vorbereitung mehrere Dinge zu bedenken. Nämlich erstens, was ist es? Der wichtigste Punkt, den habe ich schon genannt. Es ist eine Gedenkstätte und kein Konzentrationslager.
Sie sollten aber vielleicht auch versuchen zu arbeiten mit Ihren Schülerinnen und Schülern, wie komplex ist diese Gedenkstätte. Einerseits ist es sicher in Österreich der zentrale Ort des Gedenkens, wie ich schon gesagt habe. Aber es ist nicht der einzige. Darauf sollten Sie vielleicht hinweisen. Leid ist nicht alleine in Mauthausen geschehen. Wenn man bedenkt, dass Mauthausen eine Doppellage gemeinsam mit Gusen ist, in Gusen mehr Leute gestorben sind als in Mauthausen, dann ist allein das schon ein zweiter Punkt. Es finden sich aber in ganz Österreich verteilt Nebenlager und Nebenstätten des Konzentrationslagers und auch darauf sollten die Schüler hingewiesen werden. In meinem Fall, ich komme aus Mödling, wie gesagt, gibt es in den Hinterbrühl was und es wäre aus meiner Sicht furchtbar schade, wenn die Schüler nach Mauthausen fahren, ohne jemals gewusst zu haben, was in ihrer unmittelbaren Umgebung wenige Meter vor ihrer Haustüre passiert ist. Die Schüler sollten aber auch eine Idee bekommen, wie vielschichtig es im Lager war, welche verschiedenen Opfergruppen es gegeben hat. Und ich denke, das sollte man schon vorher wissen. Bevor die Schüler dorthin fahren, das Lager auch nur betreten, sollten sie diese grundlegenden Informationen haben. Welche Rolle spielt Österreich? Mauthausen gilt ja als die zentrale Gedenkstätte für den österreichischen Widerstand oder als Symbol für den österreichischen Widerstand. Österreicher spielen im Lager eine untergeordnete Rolle, also vor allem bei den Häftlingen, eine wesentlich deutlichere schon bei den Tätern. Auch das sollte vielleicht thematisiert werden im Vorfeld. Gerade wenn es darum um die Frage der Gedenkstätte geht, sollten Sie vielleicht auch zeigen, wer alle ein Interesse hat und welche Perspektiven es gibt. Natürlich hat ein Widerstandskämpfer eine andere Perspektive als jemand, der das Konzentrationslager überlebt hat, als der Verwandte von jemandem, der im Konzentrationslager gestorben ist, als jemand, der ausgewandert ist und seine Anverwandten verloren hat. Politiker haben andere Ziele mit dieser Gedenkstätte, als es Touristen haben. Das sollten Sie, glaube ich, im Vorfeld unbedingt thematisieren. In der Durchführung gibt es einige wesentliche Eckpunkte, die aus unserer Sicht, kann ich glaube ich sagen, wesentlich wären. Das Ziel ist es eben, wie gesagt, den Schülern nicht unsere Moral überzustülpen. Wir sind für sie ohnehin nicht glaubwürdig. Also wir gehören eher zu jener Generation, die es ohnehin falsch macht. Sie kennen das. Gerade der pubertierende Schüler nehmen nicht unbedingt das an, was man ihnen überstülpen will. Das heißt, das Ziel wäre es, dass die Schüler selbst entwickeln, was es dort gibt. Unbedingt abzulehnen ist diese Leichenbergpädagogik. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie den Film, den man lange Zeit im Konzentrationslager, der Gedenkstätte sehen konnte, von der Befreiung des Lagers sehen. Also, mir stellt es alle Haare auf, ist wie gesagt, aber mir dreht sich der Magen um bei diesem Film. Sie können sich vorstellen, was mit einem sensiblen 13-jährigen Mädchen passiert. Und die vierte Klasse bietet viele solche, und das ist für viele der Zeitpunkt, wo man fährt, so nach dem Motto, jetzt habe ich sie noch, jetzt fahre ich mit ihnen hin. Diese Bilder lösen bei den Kindern Angst und Abscheu aus. Und sie werden dann viele Kinder haben, die sagen, nicht schon wieder dieses Thema, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist für mich unverständlich, dass sich Kinder, die derartig traumatisiert werden, und das sind traumatisierende Bilder, mit einem wie Holocaust ganz allgemein nicht mehr beschäftigen wollen. Bedauerlicherweise bietet die Ausstellung noch ausreichend dieser Bilder oder viele dieser Bilder. Das wird sich, so bin ich zuversichtlich, in den nächsten Monaten und Jahren ändern. Es wird die Ausstellung gerade neu konzeptioniert